Seite legt die Grabschein aus Foto. Die Familie versucht, Mutter zu rösten, nie mehr schafft, weil auch im Boot stört sie. Die tragische Geschichte können sie verkraftet. Vater wird am liebsten sich beim anderen rächen. Was er gemacht hat, ist einfach brutal. Und für das hat er 6 Monate Knast bekommen. Der Vater gerängt hat die Familie in den Armen. Sie stehen vor dem Grab und Tränen tropfen auf den Grabstein. Die letzte Erinnerung von 6-Jährigen war vor 48 Stunden. Aller Glück am Tisch beim Nachtessen. Du hast gesagt, morgen kommst du in den Kindergarten. Pass auf dem Heimweg, aufsteig nie ein fremdes Alter. Wo du nicht kannst, sie hat ihr hoch und heilig versprochen. Und hat ihr eine Tante gegeben, hat ihr eine Tante gegeben. Mami, es tut mir leid, ich hasse die Wille. Ich hab gemeint, es ist kaputt geschaffen. Mami, es tut mir leid, er hat so ausgesehen. Mami, es tut mir leid, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich wollte nicht bei dir sein und beim Papi. Es tut mir leid, die Schmerzen tut weh. Mach etwas dagegen, ich wollte nicht bei dir sein. Ich wollte diese schöne Zeit wieder verbringen. Mami, bitte bleib bei mir. Lass mich nicht gehen, lass mich nicht gehen. Im 7. Morgen hat die Mutter die Tochter geweckt. Sie hat sie mit dem Bus in den Kindergarten gebracht. Und hat ihr gesagt, du musst dort einsteigen für heim. Der Schulbus kommt am meisten Nachmittag. Du musst jetzt los. Aus letztem Wort hat sie zu doch gesagt, ich hab dich gern, so gern, du bist mein Stern. Sie hat sich die Arme genommen und sie winkt zum Abschied. Und die Tochter geht in den Kindergarten. Die Mutter hat eine Träne im Magen, eine Freude Tränen. Weil die Tochter jetzt in den Kindergarten geht. Und sie lässt auf sie immer gehen, was man sieht. Kindergartenglocken klingelt. Alle haben aus, alle Kinder mit abgeholt von den Eltern. Ausser Jenny, sie weiss, dass sie auf den Schulbus warten muss. Sie wartet auf den Schulbus und plötzlich sieht sie ein Saldo, ein grosses Saldo. Und denkt, Mami, ich komme heim. Mami, es tut mir leid, ich hasse die Wille. Ich hab gemeint, es ist der Bus schaffen. Mami, es tut mir leid, er hat so ausgesehen. Mami, es tut mir leid, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich wollte wieder bei dir sein und beim Papi. Es tut mir leid, die Schmerzen tut weh. Mach etwas dagegen, ich wollte wieder bei dir sein. Ich wollte unsere schöne Zeit mit verbringen. Mami, bitte bleib bei mir. Lass mich nicht gehen, lass mich nicht gehen. Das Auto hält da und fragt, wo ist heim. Sie sagt, ja, ich will heim. Aber sie weiss nicht, dass sie im falschen Bus ist. Sie fahren in den nächsten Kanton. Sie spricht den Fahrer an und sagt, ich wohne nicht da, du bist zu hinten gefahren. Er sagt, wer hat gesagt, dass ich der Busfahrer bin? Fahrt in den Wald und steigt aus und vergewaltigt die 6-Jährige. Und er killt sie nachdem. Es ist 5 Uhr, die Mutter macht sich so, gelüht an die Polizei an und macht eine Vermisstanzeige. Die Polizei ist auf der Suche nach der 6-Jährigen. Sie haben sie im Wald gefunden, tot, tot. Und die Mörder einen Tag später. Mami, es tut mir leid, ich hasse die Wille. Ich hab gemeint, es ist der Bus schaffen. Mami, es tut mir leid, er hat so ausgesehen. Mami, es tut mir leid, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich wollte wieder bei dir sein und beim Papi. Es tut mir leid, die Schmerzen tut weh. Mach etwas dagegen, ich wollte wieder bei dir sein. Ich wollte unsere schöne Zeit mit verbringen. Mami, bitte bleib bei mir. Lass mich nicht gehen, lass mich nicht gehen.